Sachen, die man selbst herstellen kann, sind einfach spannend. Nur das Ergebnis zählt. Nachher, wenn man die schöne Theke aussieht, wenn der Kunde vor der Theke steht und sagt, hey, das sieht aber heute super aus, macht auch Spaß. Du kriegst die Belohnung von der Kundschaft. Bei Cremes machen wir selber, die Torten machen wir ab und zu mal selber. Dann machen wir, da haben wir Scamozza-Spieße gemacht, zum Beispiel, die schöne kleine Mozzarella-Spieße. Und dann diese schöne Drachencreme, das ist einfach so ein bisschen bekannter, das kann man auch zum Fleisch nehmen, wenn man gegrillt hat oder so. Klar haben wir regionales, von der Familie Binder, von meinem Schönbuch, haben wir Ziegenfrischkäse, das ist der Renner. Gerade auch im Sommer, diese Grillkäse, was wir bekommen von denen, die machen das auch selber. Da ist viel Auswahl. Du kannst viel mehr kreativer sein als beim Fleisch oder bei der Wurst. Einfach mehr Kreativität. Weil einfach so schön bunt ist und so viel Auswahl haben. Und dann habt ihr ja so vom Camembert bis zum Feschenkäse, Schnittkäse und ja, gibt viele Sorten. Also die grüne Wiese kommt dadurch, dass man einfach, wenn man irgendwas Schönes gemacht hat, dass man diese schön grüne Oberfläche hat, weil es einfach hingucken ist. Wenn man vor der Theke vorbeiläuft, der Käse ist ja weiß oder ein bisschen gelblich. Oder so. Das ist einfach die Schöne, die bleiben stehen und dann, wenn du die fragst, ha, hallo, kann ich Ihnen helfen oder hätten Sie gerne was oder so, dann lass mal probieren und dann läuft es auch. Verkaufen ist alles. Mein Lieblingskäse ist der Ukrito-Käse. Der ist mit Kräuter und schmeckt nach Walnüsse hinterher. Trotz, dass keine Walnüsse drin sind, durch die Kräuter und die reifen diese 9 Monate. Das ist richtig toll. Schön cremig und